So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Zomboid. In der Zwischenzeit gab es schon den nächsten Hotfix auf die Version 4016. Ich habe mal wieder wie üblich nicht reingeschaut, was sich groß getan hat. Sollte ich vielleicht mal machen. Was mir jetzt gerade auffällt ist, ich habe hier eine Anzeige. Temperatur 55,8 Grad Fahrenheit. Bitte was? Fahrenheit? Damit kann ich nicht arbeiten. Ja, hier kann man es. Temperature Display. Celsius natürlich. Sollte ja wohl die Standardeinstellung sein. Hier kann man übrigens auch umstellen, dass es Tag und Monat, das deutsche bzw. europäische oder was weiß ich, das System der Welt verwendet. Nicht das amerikanische, wo der Monat vor den Tag gerutscht ist. Warum auch immer. Und was ich auch gesehen habe, das mache ich jetzt bei mir nicht, weil es schon miserabel genug läuft. Blödsinn, was ich gesagt habe, dass 30 Frames das Cap wäre. War wohl vor Ewigkeiten mal so, aber inzwischen, wie man möchte, uncapped 244. Wie ihr das gerne hättet. Ich lasse es bei 30, ich nehme sowieso nur mit 30 auf. Dann kann ich es auch gleich mit 30 spielen. Dann läuft es wahrscheinlich etwas besser, nehme ich ja mal an. Gut. Okay, schön, dass wir das geklärt haben. 13,3 Grad Fahrenheit. Nee, Celsius. So. Ist, ja, nicht so ganz warm, aber nicht gerade gefährlich kalt. Es ist 6 Uhr in der Früh. Wir haben fast unseren ersten Monat überlebt. Wir verlieren nach wie vor Gewicht, sind nach wie vor etwas schwächlich. Und ja, die gute alte Angela Thomas, wie ich sie halt kenne. Ich glaube, ich nenne sie immer Angela Thompson, aber sie heißt Thomas. So, und dann mache ich jetzt mal ein bisschen mein Rucksack leer. Mach da immer ein bisschen eine Müllkiste hier, die kann ich dann irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, ausräumen. Was ist mit der Crowbar? Die gibt auch nicht mehr viel her. Painkillers, Nägel, ein bisschen Bandagen, das sind alles Sachen, die man eigentlich dabei haben sollte. Die losen Nägel schmeiße ich mal hier rein. Eine Zeitung habe ich jetzt auch gerade keine sonderlichen Gebrauch dafür. So, Wasser. Und natürlich ein leckeres Frühstück. Wir haben uns was mit Gemüse gekocht. Sogar ein wenig Pfeffer reingetan letztes Mal. Liegt hier einfach auf dem Boden rum. Ja, wie gesagt. Kühlung gibt es eh gerade keine. Ich kann die Musik mal ausmachen. Sie ist wirklich hübsch. Ich mag es aber lieber ohne, dass ich die Zombies besser hören kann. So, was ist die heutige Tagesaufgabe? Ich habe vollkommen vergessen, ob ich an irgendwas dran war. Ich mache gerade immer zu viel Pause zwischen den Aufnahmen. Ich nehme immer gleich einen ganzen Haufen auf. Hau die dann so im Laufe der Woche raus. Und habe dann immer ganz vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Nicht so schlimm. Werde ich mich sicherlich gleich dran erinnern. Also, was ich ja eh machen wollte. Hey, das sieht ein bisschen anders aus, oder? Scheiben sehen jetzt irgendwie in einer anderen Farbe aus, oder spinne ich? Dachte, die wären weißlicher gewesen. So, wir starten den guten alten Autowagen und fahren mal wieder ein wenig ins Nirgendwo. So, zwar bin ich ja schon mal einmal vor ein paar Folgen nach unten gefahren, habe ein bisschen gescoutet, was da so ist. Da kommen einige kleinere Häuser und jetzt fahre ich einfach mal dieselbe Strecke nach oben, schaue, ob da noch was kommt. Ich habe die Karte, wie sie aussieht, einigermaßen im Kopf und denke, dass eigentlich im Norden keine weitere große Siedlung mehr kommt. Aber da werden sicherlich einige Bauernhöfe und so weiter noch rumfahren. Dann schaue ich mir die mal an, die sind eh immer gut zum Looten. So, ich bin bewaffnet und gefährlich. Hab kein Mittagessen dabei, nehme ich mit ihr immer gar nicht mit, obwohl es sich eigentlich lohnt. Man weiß ja nie, vielleicht kommt man eines Tages nicht mehr wirklich nach Hause, muss ein paar Tage irgendwie woanders übernachten, dann ist es immer ganz gut, wenigstens, ja, das Vesperbrot dabei zu haben. So, die Temperatur nimmt zu. Warum kann meine Digitaluhr eigentlich Temperatur messen? Konnten die das? Glaube ich nicht, oder? Meine konnte das nicht. Zwischen mit dem Smartphone, klar, aber hat ja auch keinen Temperatursensor eigentlich. Ein Smartphone hat halt eine Internetverbindung. Kann man dann natürlich sagen, wie das Wetter ist.
So, wir fahren schön nach Nord. Oh, der war noch am Leben. Jetzt habe ich ihn nochmal überfahren. So, hier schön ein bisschen mit Geschwindigkeit nach oben. Keine Zombies rammen, wenn sich's vermeiden lässt. Ich möchte ja nicht unbedingt meinen Kühler schrotten oder meinen Motor. Das Auto ist eigentlich ganz nett. Das ist irgendwie nicht so das schnellste Auto leider, aber diese Offroad-Fähigkeit, die hat was. Vor kurzem im Multiplayer schier mal krepiert, weil mein komischer Kleinwagen auf so einer Wiese wirklich stecken geblieben ist. Wirklich, wirklich cool gemacht mit diesen Vehicles. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich nicht ans Ende der Map hinfahre. Hier würde eine Abzweigung gehen. Ein interessanter Fußweg, Waldweg. Ist sehr, sehr symmetrisch. Den schaue ich mir doch mal an. Und schon hier ist mein Offroad-Vehikel nützlich. Ach ja, genau, eine Angel wollte ich mir eigentlich als nächstes mal bauen. Angeln eine wirklich gute Möglichkeit, um an Fleisch zu kommen, beziehungsweise Fisch zu kommen, aber Fett ist Fett. Wir brauchen Fettsäuren. Gerade versuchen wir eigentlich Fett abzubauen. Ist ja interessant hier. Ja, fahren wir mal ein wenig durch den Wald. Was könnte schiefgehen? Ist nichts los. Immer ein ziemlich deutliches Zeichen, dass es in der Nähe wohl keine Siedlungen gibt. Wenn zumindest ein paar vereinzelt irgendwo rumstehen. Das ist für eine interessante Waldstrecke. Ein Joggingweg oder was? Aber die Temperatur steigt auf 21 Grad um 9 Uhr schon. Ich frage mich, ob das durch meine. Halt, meine Lüftung ist nicht an. Einfach warm in Arizona. Und auch sehr still. Außerhalb von den Städten. Relativ ländlich. Okay, cool. Wer macht denn hier so wie mit dem Bleistift gezeichnete Pfade? So, das schauen wir uns mal an. Hier hat es einen kleinen Unfall gegeben. Eins der Autos ist ausgebrannt. Gibt es jetzt auch nichts mehr? Hm? Kann man da? Nicht. Aber der hier sieht noch okay aus. Muss mal ein bisschen um. Keine Verletzten in der Nähe. So, hast du was im Kofferraum? Nein. Hier geht's auch wieder nach unten. Was ist das für eine merkwürdige Straße hier? Komme ich da überhaupt vorbei? Sieht ziemlich eng aus. Glaube, da kann ich mich durchwursteln. Komm schon. Bisschen einen Lackschaden oder so. Wäre ja nicht so wild. Optik interessiert nicht mehr so richtig. So, Komisch, hier hinten gibt es einfach gar nichts. Einfach ein Waldweg. Nicht mal irgendein Hütchen oder sowas. Diese relativ kleinen Hütten, Cabins, haben manchmal so einen Holzofen drin. Den habe ich immer sehr, sehr geliebt, weil er halt wirklich ein relativ feuersicherer Holzofen ist, der auch schön in dem Gebäude benutzt werden kann. Und ja, habe ich dann immer versucht, mir einen zu organisieren. Jetzt, wo man Elektrizität etwas leichter wieder an den Start bringen kann, ist er nicht mehr so nützlich. Jetzt ist natürlich der Goldstandard ein Elektroofen. Chillig mit An-Ausschalter, kein Holz rein, nichts, einfach nur anmachen. Natürlich nicht schlecht, wobei ich mir nicht mal sicher wäre, dass. Habe ich mich eigentlich verfahren? War das vorhin auch schon so? Nicht mal sicher wäre, dass so ein komischer Benzingenerator in der Größe überhaupt einen Herd betreiben kann. Das ist ja Starkstrom, glaube ich. Wobei, müsste er eigentlich hinkriegen. Gott, wo komme ich hier wieder raus? Komme ich hier jemals wieder raus? Naja, ich fahre auf jeden Fall in die richtige Richtung, glaube ich. Ja. Ist jetzt das die richtige Abzweigung, von der ich auch gekommen bin? Man weiß es nicht. Aber wir fahren hier mal weiter. Immer aufpassen, dass man nicht in den Autofracks reinfährt oder in das Ende der Map.
das irgendwann auch mal hier oben kommen müsste. Ist aber eventuell noch ein ganz schönes Stückchen. Die Karte ist an sich sehr, sehr groß. Ich fahre nur so an die 60 Meilen, weil ich wirklich Probleme mit der Performance krieg sonst und nicht mehr um Kurven komme. Normal natürlich bis zu 120 Meilen, wobei ich mir nicht so sicher bin, dass der Tacho da unten nicht lügt. Mir kommen 60 Meilen und 120 Meilen der Unterschied. Meiner Meinung nach nicht doppelt so schnell, aber ich möchte den Entwicklern jetzt auch nichts unterstellen. Hm. Interessant. Hier geht es auf jeden Fall von der Main Street ab. Eine etwas andere Straße. Gibt's denn hier überhaupt gar nichts? Einfach nur Wald. Den Waldläufer zu spielen in Zomboid ist ein wenig langweilig. Gäbe es wirklich Tiere zum Jagen? Und richtig Pflanzen auch zum Finden und so. Nicht nur einfach so ein Balken, der durchläuft bei diesem Nahrungssuche. Könnte ich mir das eigentlich relativ spannend vorstellen. Wenn sich den Großteil der Nahrung irgendwie im Wald besorgt, da so ein bisschen so ein eingeborenes Leben führt und hin und wieder mal in die Stadt geht, um sich irgendwelche besonderen Sachen zu organisieren. Hätte doch was. Oh. Ich glaube, ich finde nie wieder zurück. Also ich muss hier so eine kleine und dann, ja doch, müsste einigermaßen hinhauen. Wo führt das hier denn alles hin? So eine große Straße und kein Motel, keine Tankstelle. Einfach gar nichts. So, langsam aber sicher möchten wir rauchen. Und wenn ich da jetzt nach unten fahre, dann komme ich doch... Okay, das hier sieht jetzt ein bisschen nach bewohntem Gebiet aus. Da drüben sind Blutflecken. Eine Tankstelle. Mitten im Nirgendwo. Gar nicht schlecht. Ich fürchte fast, wenn die hier keinen Generator auf Lager haben, dass die Zapfsäule doch nicht verwenden kann. Und wir machen etwas, was man gar nicht machen sollte. Auch nein, an der Tankstelle. Da die Pumpe sowieso nicht funktioniert, ist die Gefahr natürlich überschaubar. Wäre witzig, wenn es jetzt explodiert wäre alles. So, wir haben hier immerhin einen kleinen Laden. Vollkommen unberührt. Wow, das wäre ja natürlich als Mini-Base ziemlich geeignet. Ich mag Basen, die in Tankstellen sind, weil in einer Tankstelle ist natürlich ein Generator anschließend am einfachsten. Man muss, ja, kann dann einfach zapfen mit dem Strom, mit dem man auch sein Haus versorgt. So, hallo, ist jemand zu Hause? Nein. Hier ist schon mal zu. Hier lässt sich's ganz leicht öffnen. Klettern rein. Und jetzt kurz die Ecken an. Alles sauber. Machen hier das Fenster wieder zu. Sicher ist sicher. So, schauen wir in die Tiefkühltruhe. Ist leer. Wir haben hier eine Tüte Chips. Die leere Benzinkanister. Ein Car Battery Charger. Place on the ground and use the context menu to attach a battery. Okay, wir können also unsere Autobatterie wieder auffüllen, wenn dieses Gerät an irgendein Netz, also an irgendein Hausnetz angeschlossen ist. So, schauen wir mal in die Theke. Noch mehr Chips. Sonst aber eher nichts. Ist ja auch nur eine ganz kleine Tankstelle. Cooles Poster. Mir gefällt das Poster. Ich möchte das Poster. Oh. Gut, zwei brauche ich nicht, aber ich nehme den vollen Benzinkanister mal mit. Ach, den leeren. Und das Poster. Ich will das. War schon etwas zerrissen, aber es ist schön rot. So. Eingepackt und raus hier. Sehen wir uns mal noch ein bisschen weiter hinten um. Aber das hier wäre ja als Fluchtbasis, falls mal alles schief läuft, ideal. Es sieht aus wie, keine Ahnung, der sicherste Ort der Menschheit. Und es ist trotzdem eine Tankstelle. Geil. Richtig, richtig gut. Ich mag sowieso eine Rückzugsbasis zu haben. Die wird dann nie verwendet, weil es eigentlich nie zu diesem Ernstfall kommt.
Aber das ist ja das Schöne in dem Spiel, sich auf irgendwas vorzubereiten. Muss ja dann nicht unbedingt passieren, aber man hat auf jeden Fall alle Bases gecovert in die Richtung. So, ein Check ist so ein Wagenheber. Genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Ein Wagenheber. Auch noch so ein ganz billiger, so wie es aussieht. Den hatte ich immer tierisch Schiss, wenn ich Reifen gewechselt habe mit so einem flimsy kleinen Dingens irgendwie. Und da dann sein 1,5 Tonnen Auto drauf aufbockt und dann noch irgendwie drunter. Nee, war nicht so meins. So, gibt's hier denn noch irgendwas? Eine Tankstelle mit Tante Emma Laden versorgt doch irgendwas. Wir haben ja einen Parkplatz. Ja. Irgendeine Art von Stallung mit einem Getränkeautomat davor. Oh. Scheint etwas Größeres hier gefunden zu haben. Gibt's auf jeden Fall einen Trinkwasserbrunnen, der noch funktioniert. Will mal meine Flasche. Ah. Sie die in die Hand nehmen. Wusste ich gar nicht mehr. So, hier was drin? Nein. Leider auch kein Kleingeld dabei, so wie es aussieht. Das ist ja aber. Das ist ein Rastplatz. Weiß man nicht gerade mit einem Schweißbrenner hier reinkommt. Eigentlich eher uninteressant. Dann kann man die ganzen Toiletten zerlegen. Sehen uns lieber mal dieses etwas eindrucksvollere Gebäude an. Ah, ich liebe es, neue Gebäude zu sehen. Ah, es ist ein größerer Laden. Sehr viele Läden, aber irgendwie keine Siedlung. Vielleicht. Ah, da ist einer drin. Vielleicht ein Campingplatz ein bisschen, oder? So wie es aussieht. Da oben ist nochmal irgendwas. Oder irgendwie so eine Amish-Siedlung. Hast du so mit Holz gebaut? Oh shit, jetzt habe ich ihn gelockt. Tür ist doch offen. Was irgendwie seit der neuen Version etwas merkwürdig ist, ist, dass die Zombies, die irgendwas machen, also die hier so eine Scheibe gefunden haben, zum Gegenschlagen, lassen sich gar nicht mehr so richtig. Also die reagieren gar nicht mehr auf Rufen oder sowas. Die sind da beschäftigt, kann man einfach hinlaufen. In den Rest geben. So, wir schauen wie üblich mal wieder in alle Ecken. Uns auch. Oh. Hoch. Hier geht's in einen kleinen Abstellraum rein. Ist auch einer. Noch einer. Oh, guck mal, die haben passende T-Shirts. Seid ihr Geschwister? So, wieder mal Axt am Boden. Kann zwei Leute töten. Kann auch im Stehen zwei Leute töten. So. Mein Puls steigt ein wenig, wie üblich, wenn ich Gebäude ausklären muss. Hasse es, mich so ein bisschen in der Falle zu fühlen irgendwie. Oh, ist ja schick hier oben. So, wo ist der Besitzer? Hängt der hier auch noch irgendwo rum? Sieht immer ein bisschen verspackt aus, was ich hier mache, aber ist das beste System, glaubt mir das. Rein raus, dann wird man schon audiovisuell darauf hingewiesen, ob es dann Zombie gibt oder nicht. So, Hammer. Sieht ja gar nicht schlecht aus hier. Machen wir mal das Täschchen auf und fangen unten an. Genau wie man es beim Putzen nicht macht. Fangen wir erstmal hier in diesem Raum an. So. Nehme schon mal mein Schultäschchen. Meine andere Patschehand und nehme das Messer, mein gutes altes Küchenmesser. Sicherheitshalber mal in die andere Hand und dann immer durch. Can of Oats, das ist Hafer, glaube ich. Cheese, noch fresh. Burger verrottet, Steak verrottet. So ein kleines Safttütchen. Auch edel, nahezu kein Nährwert, aber mal was Leckeres für zwischendrin. Zigaretten. Natürlich immer gut für einen Raucher. Also nee, auch für einen Raucher natürlich schlecht, aber unsere Nerven, für unser Nervenkostüm ganz gut. So, noch mehr Zigaretten. Bisschen Suppe. Was haben wir hier? Zigaretten und Kaffee. Nochmal Kaffee. Okay. Yeast ist Hefe. Können wir vielleicht mal was backen? So, es gibt wieder sehr, sehr viel Kohle. Kriege ich die in mein.
Wagen überhaupt noch rein, frage ich mich. Wir tragen es auf jeden Fall mal weg. Gönnen uns dann gleich auch mal einen kleinen Snack. Und schauen uns dann das obere Geschoss mal an. So, Treppe. Geparkt. Ach Gott, ganz da unten. Ach ja, klar, auf dem Parkplatz, wie sie es gehört. Hier so eine komische Holz, so einen komischen Holzschuppen haben die klimatisiert. So heißt das es ja auch nicht. Aber ist sehr amerikanisch. Sieht allgemein sehr amerikanisch aus jetzt. Wo Autos rumstehen, wirkt es auch viel besser. War in der alten Version echt ein Problem, dass es halt auch gar keine Bugs gab oder sowas. So, Left. Naja, man kriegt jeweils eine so eine Kohlepackung auf den Rücksitz. Man kriegt sogar beide drauf, klar. Liegen ja nur 8. 18. So, dann tun wir auf den anderen Rücksitz mal hier den ganzen Inhalt von unserer Schultasche entleeren. Haben wir ein paar gute Dosen bekommen. Etwas Käse. Ja, fast schon Luxus, den sollte ich eigentlich fast essen. Passt nicht zu meinem Diätplan, aber wird es auch so bald keinen frischen mehr geben, denke ich. Kaffee, echt viel Kaffee. Könnte, würde ich mir hier jetzt einen Kaffee durchlaufen lassen. Während ich das obere Stockwerk loote. Ah, hier drin ist schon deutlich wärmer. Schon die Temperatur im Auto. Auch dieser Treibhauseffekt wahrscheinlich ein bisschen. Durch die Fenster. So, ein leckeres Stück Käse. Und hier draußen haben wir nur 20 Grad. Nur in Anführungsstrichen. Ist doch angenehm. So, und dann jetzt mal oben die Wohnung anschauen. Wir haben auch noch ein bisschen Kleider verkauft, aber es gibt nur ein Handtäschchen. Dem habe ich kein Interesse, leider. Ein Paperclip, ja, kann man mal mitnehmen. Das Angelhaken benutzen. Das ist der Hinterausgang, nehme ich an. Huh? Oh, Mülltonnen. Auch immer gut, die Mülltüten ziehe ich ab. Immer noch Vorsicht, dabei habe ich es eigentlich gerade geklärt, aber man weiß ja nie. Vielleicht was übersehen. So, ein CD-Spieler kann man auseinanderbauen. Etwas Zucker. Sie scheinen hier vor allem Kaffee verkauft zu haben. Sie haben vor allem Kaffee und Zucker. Ah, hier so ein Schälchen, auch gut. So, mehr Kaffee. Radio. Kaffee und Pfannen. Ah ja, hier haben wir noch ein neues Messer. Nehme ich mal mit, weil das bald abbricht. So, und dann schauen wir uns mal die Wohnung des Besitzers an. Hübsch, alles in einem Raum, mehr oder weniger. Ja, doch nett. Wir haben Fernseher. Was haben wir hier? Ketchup und Beef Jerky. Jackpot. Ja, heute Abend was mit Fleisch kochen sogar. Wenn auch nur Beef Jerky, aber das heißt nix. So, hier mal rein. Badezimmer. Nichts für mich zu tun. Außer vielleicht aufs Klo gehen, aber ein Videospiel. Schön. Socken. Socken kriegt man beim Angeln schon genug, von daher. Hier diese Weste nehme ich mal noch mit. Die ist nämlich schön sauber. Beziehungsweise eigentlich. Was sag ich denn? Eine dreckige Bluse voller Blut. Ziehen wir uns doch diese schöne modische Weste an. Mal gleich besser für die Stimmung, wenn man ein bisschen saubere Klamotten anhat. So, warum bin ich langsam am Ermüden? Gar nichts gemacht. Zombies erschlagen und mit dem Auto rumgefahren. Nicht so dermaßen stressig. So, aber wieder ganz guten Loot und diese eine Tankstelle da vorne gefällt mir. Dass es hier keine Zombies gibt, verwirrt mich. Beziehungsweise ein paar habe ich ja gesehen. Aber wie war's? Je weiter nördlich, desto weniger Zombies? Ich glaube, ja. Weiß nicht, ob diese Regel noch stimmt. Früher war die auf jeden Fall so, aber ich meine, hing vielleicht auch primär damit zusammen, dass die einzigen beiden Siedlungen im Süden waren und von daher
Wenn die Zombies in der Nähe von Siedlungen spawnen, was ja die Standardeinstellung ist, dann waren halt im Norden keine, weil da gab es keine Siedlung. War wirklich, also in dem letzten Jahr oder den letzten 2 Jahren hat sich sehr, sehr viel mit der Map getan. Die bestand früher eigentlich nur aus Muldraw und West Point und dazwischen nichts, einfach nur endloses Nichts. Jetzt ist sie ja schon ein gutes Stückchen hübscher. So, spring an, alte Kiste. Wir fahren noch ein Stückchen, schauen uns diese Siedlung mal noch an. Aber ich denke mal, groß looten werde ich jetzt nicht mehr. Mache ich mir lieber zu Hause noch schön was zu essen und lade dann aus. Und hier ist ja nochmal ein Laden, oder was? Was versorgen die denn? Ah, was denn? Restaurant, ein Diner. Ländlich angehaucht. Mülleimer mit einer vollen Batterie. Ah, okay, das ist so ein Fischer-Ding hier vielleicht auch. Hier könnte ich fischen. Kann ich aber bei mir in der Base auch. Und ja, vielleicht gibt es hier ein Fischereigeschäft. Das wär's doch. Das hier sieht für mich total nach einem Fischereigeschäft aus. Sieht echt ein bisschen aus wie so ein Survival-Teil. Okay, das sehen wir uns doch nochmal an. Dann Axt in das Patschehändchen. Mal kurz die Scheiben noch überprüfen, wie üblich. Profi. Ja, sieht gut aus hier, muss ich sagen. Das würde doch genau passen. Hier so ein Angelladen halt noch. So, was liegt hier auf dem Boden rum? Das ist nichts. Nee. Gibt auch einen Mod, wo es dann auch Sachen auf dem Boden gibt. Zomboid versteckt alles in Container am Anfang vom Spiel. Komm, streng dich an, Mädchen. Der Axt rein und dann. Hier hinten gibt es irgendwie Treppe. Tatsächlich. Machen wir mal zu. Schauen wir uns erstmal unten um. Okay, ein Golfclub. In meinem ganzen Golfclub, in dem ich. Ah, Fishing Net Trap. Das ist doch schon mal ein Anfang. Im ganzen Golfclub, wo ich wohne, gab es keinen einzigen Golfschläger. Aber in dem Angelshop, wo ich eine Angel suche, da gibt es einen Golfschläger. Egal. Radio Nummer 100. Seiten alle mal auseinanderbauen. Eine Gabel. Löffel brauche ich auch nicht. Nur blödes Besteck. Ich nehme trotzdem mal die beiden Schüsseln mit. Haben wir hier in den. Orange Soda, verrottete Peace. Mir liegt's auf der Zunge. Erbsen, so, das war's. Container, dieses Fass. Das sieht so formschön aus. Kann ich das rausstellen und es füllt sich mit Wasser? Nicht wirklich. Ja. Doch! Was? Der hat hier Rain Collector Barrels. Was? Das ist ja. Der Wahnsinn. Has water inside. Dammit. Wie viel? Nicht gerade viel. Ja. Und das hier? 11%. Tja, dann muss ich jetzt wohl das Ding leer machen. Am besten beide. So, wir schütten das hier einfach auf den Boden. Noch eine zweite Flasche, wahrscheinlich. Und füllen unsere leere Flasche. Und Ground von hier aus kann ich nicht, oder? Einfach das Ding umkippen, dafür ist sie nicht clever genug. So. Ja, das ist ja cool, das wusste ich ja nicht mal, dass man die auch einfach finden kann. Gott. Halten aber einiges an Wasser, scheinen die großen zu sein. Muss eigentlich gar nicht weglaufen. Ist so ein bisschen so ein Reflex, der aber überhaupt keinen Sinn ergibt. Muss ja alles eigentlich hier so machen. So, ist das blöde Ding jetzt mal leer? Andere auch. Lass ich mir doch nicht nehmen, hier zu zwei. Deluxe Regentonnen. Nehme ich mir noch mit, würde ich sagen. Nicht aus Versehen trinken. Wenn sich Regenwasser trinken ja so gefährlich auch nicht ist. Wer weiß, in dem Spiel kann man wirklich an einem kleinen Stückchen unterkochten Hühnchen schon drauf gehen.
So, langsam aber sicher sinkt ihre Stimmung wieder ein bisschen. Sie möchte vor allem mal wieder eine rauchen. Fast ein bisschen das Gefühl, dass das Verlangen größer wird. Vielleicht, weil ich immer nachgebe. Stimmen sie mal ein bisschen in erziehen. Sie hat Hunger, aber Zigaretten habe ich jetzt nicht welche bei. Tja, tut mir leid, meine Süße. So, Chance to break. Ah, hier steht es auch dran. Sachen, hochwertige Sachen haben oftmals eine Chance kaputt zu gehen, wenn man sie aufnimmt. Also nichts ist hier mit zwei Regentonnen. Kann ich Glück haben und eine kriegen vielleicht. Komm schon, 52%. Ja, das hat funktioniert, oder? Ja. Beide Male. Wo sind sie? Achso. Inventory. Nein, nur eins hat überlebt, das andere ist kaputt gegangen. Aber das ist okay. Passt das in meinen Rucksack? So. Hast du in eine Schultüte? Schultasche, hat man ja gerade gesehen, wie groß es war. Wohl kaum. Egal. For reasons of convenience. Und was denn mit dieser wunderschönen Holzkiste? Kann ich die auch mitnehmen? Auch eine 52% Chance, dass sie kaputt geht. Haben wir. Nein, hat nicht funktioniert. Ja. Hat auch immer die Möglichkeit, die Axt einfach in einer Hand zu tragen. So wie ich es jetzt mache. Dadurch sinkt auch dein Gewicht. Die Sachen, die du in den Händen trägst, sind nicht so schwer. So, und dann wird es Zeit, mal wieder zurückzufahren. Fuck, ich hoffe, ich finde den Weg wieder. So, Schultasche, einfach mal ungesehen rein. Fishing Net Tackle, müssen wir mal schauen. So ein Netz für Fische. Wenn man das verwendet, weiß ich nicht. Eigentlich immer oldschool-mäßig mit einer Angel geangelt. Dann macht er das alles in die Schultasche rein. Und die Schultasche auf dem Boden. Sehr clever. So, Schultasche noch einladen. Hat sich das nämlich nicht sonderlich gelohnt. So. Mal raus hier. Und dann mache ich kurz vorne auf dem Parkplatz noch einen Stopp. Fülle meine Flasche wieder auf. Da gab es ja einen schönen Wasserspender. Und rauche noch schnell eine. So. Schade, dass ich keinen Generator hier gefunden habe, dann hätte ich die Tankstelle unten wieder in Betrieb genommen und einfach gleich war mein Auto voll getankt. So, was wollte ich noch rauchen? Brauche ich Zigaretten. Hier irgendwo. Ja. Geht auch schön alles im Auto immer, finde ich gut. Ich glaube, es geht sogar beim Laufen rauchen. Wenn ich mir nicht sicher bin, ich glaube nicht, nee. Kannst es auspacken und so weiter, aber wirklich das Smoke. Geht dann nicht. So, ab nach Hause. Wie bin ich hierher gekommen? Hier müsste jetzt die Tankstelle. Genau, oben ist die Tankstelle. Hier bin ich hergekommen. Dann die nächste links, glaube ich. So, oder? Würde ich hier runterfahren, komme ich sicherlich zu der Straße, die an diesem Trailerpark vorbeigeführt hat, wo ich gestartet habe. So, ist eine schöne große Straße. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Und da bin ich schon von hier unten gekommen, glaube ich. War mein Ausflug durch den Wald. Mal ganz kurz husten und dabei keinen Unfall bauen. Glaub schon richtig hier. Muss das irgendwann links gehen und dann wieder rechts, irgendwie sowas. Ja. Hier um die Kurve geht. Wir werden müde. Es ist schon eine ganz schöne Weile unterwegs. Autofahren schläfert mich auch immer ein bisschen ein, lange Strecken zu fahren. Beifahrer sowieso. Beifahrer bin ich innerhalb von 10 Minuten eingeschlafen. Finde ich unglaublich entspannend, mit dem Auto mitzufahren.
schaukelt so schön, es ist warm. Man hat Musik. Traumhaft. So, das ist glaube ich schon wieder die Straße, auf die ich möchte, oder? Ja, hier war diese Abzweigung, sehr gut. Schon wieder auf Home Turf sozusagen. So, jetzt nicht noch irgendwie einen High-Speed-Unfall bauen. Und dann war das doch eigentlich schon wieder ein ganz guter Tag. So, das ist die Abzweigung zum Trailerpark. Aber wir sind ja innerhalb kürzester Zeit vom Trailerpark zum Golfclub aufgestiegen. Tja, Golfclub hatte nicht mehr so viele Members, nachdem alle tot waren. Ich das einzige Mitglied und Besitzer. Er schreit immer noch. Er lebt auch. Jetzt ist er gerade wieder aufgestanden. Der Arme, jetzt hat er keinen Bock mehr auf dem Boden rumzuliegen. Muss ständig nur überfahren. So. Zu Hause und in Style. Geht doch mal aus dem Weg, Leute. Wie gesagt, ne, ein Ramdorn vorne zu haben wäre echt geil. Gestärkte Stoßstange. Ach, ficken. Aua. Da wollte ich ein bisschen mit arg viel Speed durch. Geht das jetzt endlich wieder? Ich war relativ sicher, dass es seit der neuen Version mit Trapping nicht mehr so richtig funktioniert, weil er scheint diesen Köder, den man anbringt, gar nicht so richtig zu bemerken. Normalerweise gibt es, wenn ein Köder dran ist, die Möglichkeit, den Köder wieder zu entfernen. Und da kommt immer nur die Möglichkeit, noch einen hinzuzufügen. Das ist normalerweise ein Zeichen, dass ein Tier seinen Köder abgezockt hat, aber die Falle nicht ausgelöst hat, was ja auch passieren kann. Passiert aber nicht so häufig im Normalfall, vor allem nicht sofort. Also irgendwas gerade nicht so ganz in Ordnung, aber ich habe da volles Vertrauen in die Jungs von Indie Stones. Kriegen das schon wieder irgendwie gefixt irgendwann. So, ausladen. My favorite. Ich würde es am liebsten einfach aus dem Fenster werfen. Sogar eine Ersatzwasserflasche. Ich bin ja wirklich. Ich wirklich hervorragend aufgestellt. So, wir laden die Kohle mal aus. Kann ich theoretisch ja schon auf den Rücksitz fassen von draußen, ne? Was ein sehr cooles Feature ist, wenn man mich fragt. So, passt fast in mein Inventar. Muss ich dann nachher halt alles trennen, aber egal. So, dann koche ich glaube ich erst morgen früh, weil glaube ich habe ja sogar noch was gekochtes, oder? Gerade eine Riesenportion. Verpasst. Dosen mal verstauen. Kühlschrank ist schon voll, ja. Kriege ich das Beef Jerky noch rein? Das gibt's ja morgen. Zwei, okay. Hier ist auch voll. Gut, also brauchen mehr Kisten. Aber es sind ja nur Dosen. Ich mache einfach hier draußen mal eine Dosensammlung auf dem Flur. Die werden da ja relativ lang bleiben. Sie ist auch, T-Bag auch. Das, was haltbar ist, ein bisschen Kaffee. So, die Radios. Sack voll mit Sheets. So, da gibt es ein kleines Abendessen. Karg, karges Mal, muss man sagen. Sie darf ja nach wie vor immer ein bisschen abnehmen. Wird dann schon hart, wenn ich irgendwann mal mein Idealgewicht hier erreicht habe. Muss ich anfangen, um einiges mehr zu essen. Das ist eigentlich, fand ich jetzt im Anfangsbereich vom Spiel, also dieses Obese, was ich hatte, also stark übergewichtig,
Hat seine Nachteile, aber einfach mit Übergewicht zu starten, kommt mir gar nicht so schlecht vor. Hat halt wirklich den immensen Vorteil, dass du lange nicht so viel zu essen brauchst. Wenn du Normalgewicht hast, hast du relativ schnell dann auch Untergewicht. Wenn du, ja, hier nur noch Action machst. So, wo ist meine Schultüte, Schultasche? Ich will immer Schultüte sagen. Tasche. So, was war da nochmal drin? Da ist diese Fishing Net Trap. Kann ich die einfach bei mir in den Teich schmeißen oder wie ist das? Oh ja, und dieses Rain Collector Barrel. Das ist ja was ganz Besonderes, was ich da abgezogen habe. Braucht man eigentlich einen relativ hohen Wert in Carpentry, um sowas herzustellen. Auf Carpentry 4 kann man so ein bisschen so ein kleines davon bauen, aber mit 6 oder 7 kann man dann hier diese große Tonne bauen und die hat echt einiges an Kapazität. Dann stelle ich hier oben mal noch eine Regentonne hin. Da unten habe ich ja eigentlich schon ein paar Beete in der Nähe von meinem kleinen Flüsschen gemacht, Seechen gemacht. So. Stell das mal auf. Wunderschön. Wunderschön. So, was haben wir noch in unserer magischen The Fishing Net Trap? Die probiere ich jetzt einfach gleich mal aus. Kann ich die einfach in den Teich schmeißen oder wie läuft das? Da ist Fishing Net. Braucht man dafür irgendeine Art Köder oder schwimmen die da einfach nur unbedarft mal rein? Ja, eine Reuse nennt sich sowas, glaube ich. Will? Auch scheinbar keinen Köder, sehr gut. Aber eigentlich ein intelligentes System, kann man sich auch relativ leicht selber bauen, so eine Reuse. Und damit Fische fangen. Eigentlich ziemlich geschickt. Wobei ich dachte, eigentlich man bräuchte Strömung. Ich dachte, die werden durch die Strömung da reingetrieben und kommen dann nicht mehr raus. Aber ja, ich habe viel Halbwissen. Haben Sie sicherlich schon bemerkt. Gut. Und dann war's das für heute. 23 Uhr. Immer noch schön dicht. So, ist barricaded. Und dann mache ich ein Schläfchen. Was? Hungrig sind wir, aber das sind wir ja gewohnt. So, gute Nacht, Angela. Wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich. Uhr fällt auf etwa 15, 13 Grad in der Nacht. Immer noch sehr warm, kann man bei offenem Fenster schlafen, problemlos. Gut, dann werde ich morgen mal ein bisschen Survival-Zeug machen, denke ich mal. Fische fangen, Traps machen und so weiter, schauen, ob die jetzt funktionieren in der neuen Version. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und ich wünsche euch was, ja? Ciao, ciao.